Vor knapp 40 Jahren beginnt die Karriere von Alphaville. Mit Big in Japan gelingt der große Durchbruch. Heute ist Frontmann Marian Gold 67 Jahre alt. In seinem Garten am Berliner Nikolassee erzählt er uns, wie sich sein Leben seit den 80er Jahren drastisch verändert hat. Früher hatte ich kein Privatleben, weil ich war nicht verheiratet. Ich war sozusagen frei und dann kannst du natürlich machen, was du willst. Aber irgendwann hast du dann keinen Bock mehr drauf und dann willst du eben dich setteln in irgendeiner Form. Ich glaube, es geht jedem so. Heute kann er auf eine lange und erfolgreiche Musikkarriere zurückschauen. Als Teenager war eine solche Entwicklung bei ihm aber lange nicht absehbar. Ich habe ja nichts auf die Beine gestellt, bis ich 30 war. Ich war irgendwie so ein Punk. Ne? Ich war die größte Zeit, also die ersten zwei Jahre in West-Berlin, mehr oder weniger homeless. Und ich habe mir irgendwie ich habe da mehr oder weniger auf der Straße oder in irgendwelchen besetzten Häusern gelebt. Die Musik krempelt sein Leben von links auf rechts. Sie ebnet ihm nicht nur den Weg zurück in ein zivilisiertes Leben, sondern verhilft ihm zu Ruhm und Glanz. Weil es bei ihm bei der Musik nicht um Geld geht, sondern um das kreative Ausleben. Als Musiker ist es eigentlich deine vordergründigste Aufgabe, nicht erwachsen zu werden. Also du kannst älter werden, wie man sieht. Aber erwachsen werden ist nicht so das Ding für einen Künstler. Du hörst nie auf, in diesem Sandkasten von Kreativität zu sitzen. Und genau das tut Marian Gold. Der Musiker stellt gemeinsam mit dem Babelsberger Filmorchester ein aufregendes Projekt auf die Beine. Gemeinsam bringen sie neue Songs und die größten Hits von Alphaville nochmal raus als klassische Version. Die eigenen Stücke in so einen Zusammenhang zu stellen, bedeutet sie eben irgendwie unsterblich zu machen. Und ich meine, gerade bei so einem Song wie Forever Young ist das natürlich irgendwie naheliegend. Das neue Album Eternally Yours erscheint erst im Herbst. Mit dem Release der ersten Single Big in Japan gibt er seinen Fans aber jetzt schon einen ersten Vorgeschmack. Das war schon sehr, sehr eindrückliches und tolles Erlebnis, weil ich hatte immer das Gefühl, dass unsere Songs letztendlich aus so einer symphonischen Umgebung heraus entstanden sind auch, also in unseren Köpfen zumindest. Und wir hatten jetzt zum ersten Mal Gelegenheit, das irgendwie in die Tat umzusetzen. 67 Jahre alt und noch immer lebt Marian Gold seine musikalische Kreativität voll aus. Das Alter geht trotzdem nicht spurlos an ihm vorbei. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schlimmer und ärgerlicher Vorgang. Und ich hasse es, älter zu werden. Auf der anderen Seite habe ich so eine fatalistische Ader. Das heißt, ich kann mich eigentlich mit all diesen Dingen auch arrangieren auf irgendeine Art und Weise. Genau deshalb geht er auch noch auf große Konzertbühnen. Im April 2023 startet seine Tournee gemeinsam mit dem Babelsberger Filmorchester. Im Gepäck das neue Album Eternally Yours. Dort werden wir ihn erleben. In der stärksten Rolle meines Lebens. Marian Gold von Alphaville. Erst jetzt auf dem Olymp seiner Karriere? Nach einem Ende der aktiven Musikkarriere klingt das jedenfalls noch nicht.